Zum Saisonabschluss geht es für die VfB-Frauen zu Hause gegen den TSV Neckarau. Beim Einlauf werden die VfB-Spielerinnen von ihren Lieblingsmenschen begleitet und auch vor dem Anpfiff wird es nochmal emotional. Denn einige Spielerinnen werden verabschiedet. Vorab hatte die zweite Mannschaft der Frauen mit 10:0 gewonnen und sich damit für die Aufstiegsrelegation in die Verbandsliga qualifiziert. Nach 6 Minuten wird's zum ersten Mal gefährlich in diesem Spiel. Mit einem Sieg heute würde man sich den zweiten Platz sichern. Der TSV Neuenstein hatte letzte Woche den ersten Platz klargemacht. Selensky mit der Flanke. Der Abschluss in die Arme von Kurz. Wir machen einen Sprung kurz vor die Pause. Freistoß für die Gäste. Hermann macht das technisch gut. Der Abschluss über das Tor. Daher geht es torlos in die Kabine. Letzte Woche gab es im letzten Auswärtsspiel der Saison einen 5:0-Sieg gegen Mühlhausen. Nach einer Stunde macht Kapitänin Anja Selensky das Führungstor. Und na klar, das wird mit der ganzen Mannschaft gefeiert. Damit ist Anja Selensky mit 14 Toren wieder alleinige beste Torjägerin der VfB-Frauen. Sophie Geiring hat 13. Und jetzt auch wieder 14. Erhöht nach 75 Minuten auf 2:0. Und auch hier geht's natürlich wieder raus zur Bank. Es ist zum Saisonabschluss nochmal ein ordentlicher Auftritt der Stuttgarterinnen, die in der Rückrunde zu wenig Punkte gesammelt haben. Auch weil die Chancenverwertung nicht immer gepasst hat. Die Formkurve zuletzt stimmt aber. Gegen Neckarau ist es der 5. Sieg in Serie und auch das 5. Spiel ohne Gegentor. So beenden die VfB-Frauen ihre Saison mit einem 2:0-Sieg auf dem 2. Platz in der Oberliga Baden-Württemberg. Ja, ich denke insgesamt, wenn man das ganze Spiel sieht, verdient. Wir haben uns trotzdem schwer getan, nach vorne zählbare Situationen rauszuspielen. Aber das ist einfach so die ganze Saison schon unser Problem. Und ich habe auch am Ende zu den Mädels gesagt, der Einsatz, den ihr bringt, der steht überhaupt nicht, der Ertrag stimmt überhaupt nicht mit überein. Und von daher sage ich, wir müssen viel arbeiten nächste Saison, weil wir einfach auf Mannschaften treffen, die nicht so viele Möglichkeiten zulassen. Und dann brauchen wir eine andere Quantität. Und von daher sage ich, war toll, war überragend, aber wir könnten uns viele Dinge einfacher machen.